Hallo liebe Leute, grüße zum Mittwoch-Winter-Abend-Tipp des Tages, wie ich es geschafft habe, Wasser statt Cola zu trinken. Ich suche mal weit und erkläre es mal. Hallo liebe Leute, grüße zum Abend-Tipp des Tages, heute wie ich es geschafft habe, von Wasser auf Cola zu trinken. Und zwar der Grund war, ich habe gehört, schon mehrmals und auch schon ein Jahr lang, dass Zucker Diabetes macht. Der Insulinspiegel, jedes Mal, wenn man Zucker trinkt oder wenn man zwischendurch Schokolade isst, zwischendurch, man soll nur alle 5 Stunden essen oder alle 4 Stunden. Und wenn man zwischendurch Cola trinkt oder Fanta oder was Süßes, dann geht der Zuckerspiegel hoch und runter, hoch und runter. Und das ist so Stress für die Insulinzellen, dann geht der kaputt, dann kriegt man Diabetes. Und Diabetes, dann stirbt das Bein ab, man wird blind und alles mögliche, man kriegt ein Loch im Bein, was verheilt und muss sich spritzen jeden Tag, man Nasen stechen, das ist die schlimmste Krankheit, die es gibt. Und deswegen weil ich sonst jeden Tag einen Cola getrunken habe, eine Flasche, hier, das wäre für Lidl, aber von Netto habe ich auch geholt oder vom Aldi. Jeden Tag habe ich so eine Flasche getrunken, 40 Cent. Und da habe ich gesagt, wie schaffe ich es? Ich dachte, ich brauche Cola, damit ich Energie kriege. Wenn ich schlapp bin, trinke ich Cola, dann geht es mir gut. Und jetzt habe ich dann vor eineinhalb Wochen gesagt, wie schaffe ich es, dass ich Wasser trinke und keine Cola. Hier Cola lassen oder Wasser und dann habe ich es nebeneinander gestellt. So. Und dann am besten ein schönes Bild von euch, wie ihr ganz dick seid oder von Diabetes da, von schlimmen Operationen da und alles mögliche. Ein Bild da hinten tun, aber mir hat es im Kopf gereicht. Oder da habe ich auch einen Spiegel da und dann sehe ich mich, wie dick ich bin. Und dann, wenn ich trinke bestimmt alle 10 Minuten trinke ich was, einen kleinen Schluck und dann stellt man es nebeneinander und ich habe es echt geschafft, dann das Wasser zu nehmen, zu trinken und habe festgestellt, ich bin gar nicht schlapp oder müde ohne Zucker. Das war so ein Vorurteil für mich, oder ich dachte das, wenn ich schlapp bin, trinke ich Zucker, dann geht es mir gut. Aber wenn ich Wasser trinke, ich habe ein schönes, ein kühles Gefühl und ich bin nicht schlapp oder kraftlos. Was ein Vater gerne von mir. Auf jeden Fall, ich habe das nebeneinander gestellt. Zwei Wochen und dann habe ich es geschafft, dass ich dann fast nur noch zu 90% Wasser und manchmal Cola. Und dann nach ein, zwei Wochen ist einem die Cola auch zu süß. Und ich hatte bei der Arbeit, hatte ich auch mal Cola und da hatte ich eine Cola und eine Wasserflasche im Auto. Und habe dann jetzt seit einer Woche jeden Tag Wasser getrunken, praktisch bei der Arbeit ungefähr so viel, so ein bisschen ist übergeblieben, ein bisschen mehr als ein Liter in 5 Stunden. Und ich habe es echt geschafft und ich war auch nicht müde oder schlapp oder so, das war eigentlich nur Einbildung. Und jetzt seit eineinhalb, zwei Wochen trinke ich fast nur noch Wasser. Die ersten drei, fünf Tage habe ich 2 Kilo zugenommen. Und jetzt habe ich sie schon fast wieder abgenommen und muss man darauf achten. Ich esse ganz normal weiter. Ich esse morgens um 10 Uhr, dann esse ich um 2, 3 und dann nochmal abends und dann nochmal abends, weil ich bis 2 Uhr nachts wach bin. Und ich hoffe, dass ich immer so 4-5 Stunden zwischendurch Pausen habe. Und wenn man nur alle 4-5 Stunden isst, dann nimmt man automatisch ab. Und ich schaffe es echt mit einem Brötchen oder ein Pudding oder nur ein Brötchen von 10 Uhr bis 2, 2,5, 3, dann kriege ich erst Hunger. Das sind 4, 4,5 Stunden mit einem Brötchen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so lange aushalte, ohne Zucker, nur mit Wasser. Und das ist ungeheuer gut für die gegen Diabetes und zum Abnehmen und gegen Bluthochdruck und den Herzinfarkt, 1000 Sachen da. Und wenn ich das schon eher gemacht hätte, wäre ich 120 geworden und so wäre ich wahrscheinlich nur 83. Aber vielleicht erneuern sich meine Adern auch noch, weil nach 7 Jahren erneuert sich der ganze Körper, außer den Nervenzellen. Mal gucken. Und das war der Tipp. Wie schafft man es, von Cola auf Wasser umzustellen? Nebeneinander tun und am besten ein Bild positive Sachen mit dem Wasser und negatives
Und wenn man dann trinkt, ja, ich nehme doch. Und da bei mir, ich hätte nie gedacht, dass es geklappt hat, aber nur weil es nebeneinander gestellt hat. Wenn das jetzt ein da und da, wäre ich zu faul gewesen, dahin zu gehen. Und das klappt echt. Okay. Das war der Tipp, wie ich es geschafft habe, von Cola auf Wasser umzustellen. Nach 30 Jahren, 20 Jahren. Okay. So, komm, wieder abonnieren.